sind auf Abstand und auch alle in der Gegenwart Gottes. Wir sind bei uns zu Hause und genau dort ist jetzt die Kirche. Wir sind froh, denn Gott ist mit uns. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt wieder ganz digital begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Der Wochenspruch kommt aus dem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und so heißt dieser Sonntag auch Jubilate. Jubelt, freut euch. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden. Noch, so fühlt es sich an, hält das Alte uns fest. Lockdown, neue Regeln, Abstand und Kirche eben auch wieder nur online. Aber Neues ist dabei zu werden. Immer mehr Menschen werden geimpft, immer mehr Menschen haben Zugänge zu Tests. Der Frühling kommt und ermöglicht uns, vielleicht das ein oder andere Gespräch mit dem Nachbarn draußen zu führen. Und anstatt über das Alte zu klagen, was uns doch noch so ein bisschen festhält, dürfen wir jubeln. Wir dürfen uns freuen über eine neue Zukunft, die vor der Tür liegt und die gelebt werden will, wenn sie kommt. In dieser Freude, in diesem Jubel beginnen wir den Gottesdienst mit unserem ersten Lied. Der Posaunenchor hat in seiner Corona-Besetzung wieder ein paar Lieder eingespielt und hat Lieder ausgewählt, die wirklich zu dem Jubeln beitragen, die aus unseren schlappen Gliedern ein bisschen Kraft rausholen. Und so ist die erste Melodie, die wir hören, von Lied 501, Wie lieblich ist der Maien. Und da hören wir zwei Strophen und ich möchte auch zwei Strophen vorlesen. Wie lieblich ist der Maien, aus lauter Gottes Güte, dass sich des Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. Herr, lass die Sonne blicken ins finstere Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein. Die größte Lust zu haben, allein an deinem Wort, das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels fort. Diese zwei Strophen hören wir jetzt. Wir hören jetzt die Lesung. Sie kommt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia. Und wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Selig sind die, die Gottes Wort hören und in ihren Herzen bewahren. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, ja, du bist zu uns gekommen als der Christus, als der Erlöser, der, mit dem eine neue Zukunft beginnt. Vor 3 Wochen war Ostern, Gott, und das fühlt sich so an, als ob es schon eine Ewigkeit zurückliegt. Natürlich belastet uns die Pandemie heute Morgen immer noch. Sie macht uns müde und sie laugt uns aus. Und doch, Gott, du als Gott des Lebens erinnerst uns daran, dass das Leben weitergeht, trotz und in der Pandemie. Kinder werden geboren, Geburtstage werden gefeiert, Abschlüsse werden gemacht. Und auch wenn uns die Feste fehlen und diese besonderen Tage uns fehlen, die wir mit Familien und Freunden gefeiert haben, Gott, so müssen wir doch auch heute vor dir bekennen, dass wir zurzeit uns eher runterziehen lassen davon, dass uns das alles fehlt, als dass wir das Beste aus der Situation machen. Du hast uns unser Leben geschenkt und du möchtest nicht, dass wir das auf der Wartebank verbringen. Du möchtest, dass wir zu jedem Tag voll leben. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dankbar für dieses Lebensgeschenk zu sein, das du uns gemacht hast. Auch wenn das Leben uns so, wie es jetzt gerade ist, nicht gefällt. Und deswegen fragen wir dich, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest für all das Schöne. Dass du uns hilfst zu sehen, was unser Leben reich macht. Dass du uns hilfst, jeden Augenblick wie ein kostbares Geschenk zu behandeln. Dass du uns hilfst, behutsam mit dem Leben umzugehen. Ja, Gott, dass du uns hilfst, wirklich zu leben. Amen. Wir hören jetzt die Melodie von unserem zweiten Lied, Lied 449. Die güldende Sonne voll Freud und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich. Schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Mein Auge schauet, was Gott gebauet, zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß. Und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit Frieden von hinnen geschieden, aus dieser Erden vergänglichem Schoß. Davon hören wir diese 2 Strophen. Liebe Gemeinde, gerade in der Lesung haben wir einen ganz besonderen Bibeltext gehört. Ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus.
Petrus erkennt an, Jesus ist tatsächlich der Christus. Er ist gekommen, zu erlösen und zu befreien. Aber nicht deswegen ist dieser Text ein besonderer Text, sondern was hier in diesem Text eigentlich so wichtig und so besonders ist, ist die Antwort, die Jesus Petrus darauf gibt. Jesus sagt Petrus, was seine Aufgabe ist, wer er ist. Der Fels, auf dem Gott seine Kirche baut und derjenige, der die Schlüssel verwaltet. Die Schlüssel, den Himmel zu öffnen und genauso ihn zu verschließen. Petrus wird zum Verwalter, der hier auf Erden bestimmt, was im Himmel gilt. Darauf beruft sich bis heute die katholische Kirche, sich selbst, aber vor allem natürlich dem Papst, der in direkter Nachfolge, so glauben sie es, zu Petrus steht. Und deswegen ist dieser Text, diese zwei Verse, diese zwei Sätze, die Jesus zu Petrus sagt, zwei Verse, die weitreichende Folgen hatten, in der Welt, politisch, aber natürlich vor allen Dingen in unserer Kirche. Aufgrund von diesem Text hat der Papst die Macht zu sagen, was richtig und was falsch ist. Er hat die Macht zu sagen, was die Wahrheit ist. Als Stellvertreter Gottes auf Erden bestimmt er, so wie es Petrus aufgetragen worden ist, festzulegen, welche Regeln gelten, die zum Himmel führen oder eben daran vorbei. Bei aller ökumenischen Liebe haben wir Reformierte ja eigentlich eher wenig mit dem Papst am Hut. Und auch Schlüssel spielen bei uns eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. Und doch, wenn dieser Text unseren Schwestern und Brüdern in der katholischen Kirche so wichtig ist, so kann er für uns doch auch nicht unbedeutend sein. Und auch für unsere Gründungsväter, wenn ich sie mal so nennen darf, war dieser Text sehr wichtig. Im Heidelberger Katechismus finden wir sogar drei Texte, in denen es um diese Schlüssel geht, die das Himmelreich aufschließen. In diesem Bekenntnis unserer reformierten Kirche, was der Heidelberger Katechismus ja ist, wo alles zusammengefasst werden soll, worum es in unserem Glauben geht und wo wir oft dann nur Frage 1 kennen, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, in diesem Standardwerk dessen, was wir glauben, gibt es eben drei Texte, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und diese drei Texte sind die Texte, in denen es heute in der Predigt geht. Ich möchte zuerst aus Frage 83 vorlesen. Was ist das Amt der Schlüssel? Die Predigt des Heiligen Evangeliums und die christliche Bußzucht. Durch diese beiden wird das Himmelreich den Gläubigen aufgeschlossen, den Ungläubigen aber zugeschlossen. Die Predigt des Heiligen Evangeliums und die christliche Bußzucht. Predigt und Zucht. Die zwei Schlüssel, die das Himmelreich aufschließen und zuschließen. Predigt und Zucht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch von der Kirchenzucht gehört hat, sie vielleicht sogar kennt. In Südafrika habe ich sie kennengelernt, auch eher bei den älteren Gemeindegliedern. Und es waren komischerweise vor allen Dingen die Mitarbeiter in den Jugendgruppen, die davon erzählten, dass sie irgendwann einmal unter Kirchenzucht gestellt worden waren in ihrem Leben. Das war wegen Alkoholkonsums zum Teil, das ein oder andere unbedachte, saloppe Wort oder einfach irgendein Schabernack, den sie auf dem Kirchengelände getrieben hatten. Es führte dann dazu, dass sie am Abendmahl nicht teilnehmen durften und 2 Wochen ausgeschlossen worden sind von den Gottesdiensten. Sie mussten in einem ernsten Gespräch dann vor dem Kirchenrat erscheinen und versprechen, es von nun an aber ernst zu meinen mit ihrem Leben als Christen. Bei uns ist die Zucht heute auch eher weniger prominent. Und auch, dass durch Predigen das Himmelreich geöffnet worden ist, habe ich noch nicht so oft gehört. Und zum Glück aber waren die Schreiber vom Heidelberger Katechismus fleißig und haben sofort 2 Absätze drangefügt, die diese beiden Punkte etwas besser erklären. Die 84. Frage. Wie wird das Himmelreich durch die Predigt des Heiligen Evangeliums auf- und zugeschlossen? Nach dem Befehl Christi wird allen Gläubigen verkündigt und öffentlich bezeugt, dass ihnen alle ihre Sünden von Gott um des Verdienstes Christi willen wahrhaftig vergeben sind, so oft sie den Zuspruch des Evangeliums mit wahrem Glauben annehmen. Dagegen wird allen, die den Glauben verwerfen oder heucheln,
öffentlich bezeugt, dass der Zorn Gottes und die ewige Verdammnis auf ihnen liegen, solange sie sich nicht bekehren. Nach diesem Zeugnis des Evangeliums will Gott in diesem und im zukünftigen Leben urteilen. Das hat es natürlich in sich. Wer seinen Glauben verwirft oder heuchelt, auf den wartet der Zorn Gottes und ewige Verdammnis. Zwei Dinge machen mir es allerdings heute Morgen etwas einfacher mit diesem Text. Das erste, dass da nicht steht, wer seinen eigenen Glauben verwirft, der erlebt den Zorn Gottes, sondern da steht, wer den Glauben verwirft. Das scheint zwar kein großer Unterschied zu sein, aber das heißt für mich, wer dem Glauben nicht die Wichtigkeit gibt, den er verdient. Und wenn ich so daran denke, dann erschließt es sich mir auch, wie das vielleicht gemeint sein könnte. Es beruhigt mich etwas, weil ich mich daran erinnere, dass diese Sätze im Katechismus generell wie in fast allen evangelischen Bekenntnissen alles auch geschrieben worden ist mit dem Blick eben auf die katholische Kirche. Und wo, wenn nicht gerade in diesen drei Antworten, wo es um die Schlüssel geht und um Petrus. In der katholischen Kirche zu der Zeit war eben nicht Glaube das Allerwichtigste, sondern die guten Taten. Ein gottesgerechtes, gottesfürchtiges Leben war das Allerwichtigste. Ob man es mit dem Glauben so ernst meinte, spielte keine Rolle. Es ist also irgendwie ein Seitenhieb auf die Mutterkirche, wenn ich sie mal so nennen darf, und deren schlechte Praxis im Mittelalter, wo es gereicht hat, wenn man, sage ich mal, auf der Checkliste alle Boxen ausgefüllt hatte. Und wenn man dann sonntags morgens in der Kirche saß und seinen Glauben geheuchelt hatte, war das schon in Ordnung so. Anstatt also den Fokus darauf zu legen, dass der Ungläubige den Zorn Gottes erfährt, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir hier erstmal wahrnehmen, wie wichtig der Glaube ist, dass es an dem Glauben liegt, ob man eben nah an Gott dran ist oder ganz weit von ihm entfernt. Und ein zweites kommt noch dazu, dass es mir etwas einfacher macht, diesen Text zu verstehen oder vielleicht auch anzunehmen als mein eigenes Bekenntnis. Und zwar ist es, dass dieser Glaube, wie hier ja auch gesagt wird, auf den es ankommt, wenn man ins Himmelreich gelangen möchte, dass dieser Glaube eben eine Reaktion ist. Er kommt nicht irgendwo her, er ist eine Reaktion auf die Predigt, auf den Zuspruch vom Evangelium. Auf den Zuspruch der Vergebung der Sünden. Und damit liegt der Ball ja nun erstmal nicht in der Ecke von denen, die glauben oder nicht glauben, sondern in der Ecke von denen, die predigen. In meiner vielleicht. Obwohl, wenn wir da jetzt genauer hingucken, dann wird diese Predigt irgendwie näher umschrieben dadurch, dass verkündigt und öffentlich bezeugt wird. Und das Verkündigen und das öffentliche Bezeugen ist ja nicht nur meine Aufgabe, sondern die von jedem, der Christus nachfolgen möchte. Also von uns allen. In unserer Verantwortung liegt es also, der Welt das Evangelium zu verkündigen. Die Vergebung der Sünden zu bezeugen. Und damit liegt es in unserer Verantwortung erstmal, um durch das öffentliche Zeugnis, also Wort und Tat, das Himmelreich eben für Menschen aufzuschließen, von Gnade und Liebe zu erzählen oder die Tür vor der Nase zuzumachen. Auch das ist sicher eine kleine Spitze gegen die damalige Praxis, wo ja oft weniger die Gnade verkündigt worden ist, sondern vielmehr Höllenfeuer. Aber es bleibt natürlich auch für uns heute eine Ermahnung, als Kirche insgesamt, für jeden und jede Einzelne von uns, dass wir die Gnade und die gute Nachricht verkündigen müssen. Um wirklich die Vergebung, die Gnade, die Liebe Gottes öffentlich zu machen. Das ist unsere Aufgabe, damit Menschen überhaupt glauben können. Dass in der Kirche, in unserer Gemeinde, dass das nicht der Ort ist, wo mit Adlers Augen geguckt wird, welche Klamotten man vielleicht anhat, was man in dieser Woche schon wieder angestellt hat, sondern dass das hier wirklich der Ort ist, dass wir wirklich die Menschen sind in der Welt, in der die anderen sein können, wie sie sind, weil wir wirklich an die Vergebung der Sünden glauben, in der wir einander akzeptieren mit unseren Fehlern und falschen Entscheidungen. Denn nur, so sehe ich das hier in diesem Text, in dieser Antwort, denn nur wenn wir wahrhaftig die Gnade Gottes verkündigen, dann erst liegt der Ball tatsächlich in der Ecke von denen, die das dann ablehnen oder heucheln.
Irgendwie ermutigt mich dann der Katechismus also nicht dazu, Leuten abzuwinken, die an Christus nicht glauben, die mit dem Christentum nichts zu tun haben wollen, die ihren Glauben nur heucheln, die mich irgendwie loswerden wollen. Anstatt denen dann den Zorn Gottes zu verkündigen, muss ich mich dann vielleicht selber fragen, habe ich denn tatsächlich die richtigen Worte gefunden? Und habe ich denn richtig, wahrhaftig die Vergebung der Sünden gepredigt? Denn eins ist doch uns klar, die wir hier in der Kirche sitzen, wer kann denn wirklich Nein sagen zu Gnade, zu Liebe, zur Vergebung der Sünden? Das kann doch eigentlich keiner ablehnen und das kann doch vor allen Dingen auch keiner heucheln. Denn das ist doch etwas, was wir alle brauchen, was wir alle wollen. Also noch einmal, wenn wir das tun, was der Heidelberger Katechismus von uns verlangt, wenn wir den Menschen wirklich wahrhaftig das bezeugen, woran wir glauben, dann frage ich mich doch, ob wir dann überhaupt noch über die nachdenken müssen, die das ablehnen. Denn eigentlich kann man das gar nicht ablehnen, das Evangelium. Und in diesem Licht, glaube ich, ist auch die nächste Frage zu sehen. Denn hier wird jetzt die Bußzucht näher erklärt, in der 85. Frage. Wie wird das Himmelreich durch die christliche Bußzucht zu- und aufgeschlossen? Nach dem Befehl Christi werden alle, die sich Christen nennen, aber unchristlich lehren oder leben, mehrmals seelsorgerlich vermahnt. Wenn sie von ihren Irrtümern und Lastern nicht ablassen, werden sie der Gemeinde oder den von ihr Beauftragten namhaft gemacht. Wenn sie auch deren Vermahnung nicht folgen, werden sie von diesen durch Versagung der heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen. Jedoch werden sie als Glieder Christi und der Kirche wieder angenommen, wenn sie wahre Besserung versprechen und zeigen. Wer unchristlich lebt oder lehrt, wird ins Gebet genommen. Wie ich schon sagte, das klingt irgendwie befremdlich und komisch, diese Kirchenzucht. Das klingt nach Kontrolle. Aber auch da müssen wir wieder lesen, diese Antwort mit einem Blick auf die katholische Kirche zu der Zeit, in der es geschrieben worden ist. Denn damals gab es ja die verkehrte Praxis, die vorherrschte, die Praxis vom Ablasshandel. Und wer sich da verkehrt benommen hatte, unchristlich war, musste kommen zur Beichte, zur Buße und konnte sich dann frei kaufen mit Geld. Musste einen Haufen Geld zahlen, tun, was der Priester ihm gesagt hat, um endlich wieder befreit leben zu können. Oder war dann für immer in Ungnade gefallen und es war klar, die Hölle wartet dann auf ihn. Und das war das Instrument zu der damaligen Zeit, das Menschen helfen sollte, bessere Christen zu werden. Und bei dem ganz nebenbei sehr gut abkassiert worden ist. Und als Bollwerk dagegen lese ich eigentlich hier den Katechismus. Denn hier, bei aller komischen Sprache, wird doch trotzdem ein Weg beschrieben, der denen, die irgendwie falsche Dinge tun, durch Seelsorge helfen soll, wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. In dem von Hoffnung geredet wird und vor allen Dingen von der Wiederaufnahme, dass keiner jemals ganz verloren ist. Die Vorstellung bleibt natürlich altmodisch. Auch wenn wir uns vielleicht bei manchen Menschen wünschen würden, dass es eine höhere Macht, eine höhere Autorität geben würde, die zur Ordnung ruft. Aber der Grundgedanke hier bleibt für mich dieser. Wir sind nicht alleine als Christen. Links und rechts von mir glauben auch Menschen, und dieser Glaube sollte sichtbar sein in einer Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Zum Christsein gehört eben nicht nur der Sonntagsbesuch in der Kirche, sondern auch zum Beispiel der respektvolle Umgang mit anderen Menschen oder mit unserer Schöpfung. Und vielleicht lohnt es sich, wenn wir als Gemeinde nicht über die Menschen reden, deren Lebensstil uns nicht gefällt, lästern, sondern dass wir uns als Gemeinschaft fragen, wie wollen wir denn hier in der Gemeinde leben als Christen? Was gehört dazu zu einem christlichen Leben? Und dann einander auch zu helfen, diesen Weg zu gehen, auf den wir uns dann gemeinsam geeinigt haben. Einander zu helfen, in der Nachfolge Christi zu bleiben, die Spur nicht zu verlieren. Und zwar einander zu helfen in der Beziehung. Dass man mit dem Menschen das Gespräch sucht, dass man den Menschen nicht alleine lässt und immer wieder die Arme offen hält, dass dieser Mensch zurückkommen kann. Das ist also der zweite Schlüssel, der dabei helfen soll.
Predigt des Evangeliums hatten wir ja und jetzt eben die Bußzucht. Oder in modernen Worten, nachdem wir die Erklärung gelesen haben, das Bezeugen der Liebe Gottes und den Menschen dabei zu helfen, ein gutes Leben zu führen. Das sind die beiden Schlüssel, die Gott uns gibt. Denn das ist für mich heute eigentlich das Allerwichtigste an diesen Texten. Dass diese Schlüssel natürlich Petrus als allererstem gegeben worden sind, aber in dieser Auslegung vom Heidelberger Katechismus eben nicht in den Händen des Papstes liegen, nicht in den Händen von irgendeiner Kirchenleitung, sondern in unseren Händen. In den Händen der Gemeinde, des Leibes Christi. In den Händen derer, die in seiner Nachfolge sind. Sowohl Predigt, das öffentliche Verkündigen, als auch das Gespräch mit denen, die auf dem falschen Weg sind, das steht der Gemeinde zu oder, wie es hier gesagt wird, der von ihr Beauftragten. Es ist also eine ganz demokratische Gemeinschaft, in der die, die gleich sind, Gleiche unter Gleichen einander helfen sollen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das heißt im Endeffekt, dass jeder und jede von uns diese zwei Schlüssel in der Hand hält, um anderen Menschen den Himmel aufzuschließen oder zuzumachen. Das ist eine sehr große Verantwortung. Vielleicht können wir sie etwas anders füllen, als der Schreiber des Heidelberger Katechismus es gemeint hat, aber es bleibt doch eine ernstzunehmende Verantwortung. Wenn wir nicht die Gnade Gottes verkündigen, so sagt es der Katechismus, kommen Menschen nicht zum Glauben. Und wenn wir Menschen auch nicht helfen, den Weg in der Nachfolge diszipliniert zu gehen, dann entfernen sie sich irgendwann von dem, was wirklich wichtig ist. Seine große Verantwortung, der sich heute ja stellvertretend bei der Wahl, bei der Gemeindewahl, die heute stattfindet, stellvertretend ein Paar zur Verfügung stellen, um das für uns zu übernehmen. Und weil das eben eine so große Verantwortung ist, wollen wir jetzt Fürbitte tun für alle, die in unserer Gemeinde, aber auch in unserer ganzen Kirche stellvertretend für uns diese zwei Schlüssel in ihre Hände nehmen. Lasst uns beten. Guter Gott, du gibst uns viel Verantwortung. Schon am Beginn der Schöpfung sagst du, wir sollen uns um diese Welt kümmern. Und Jesus sagt Petrus, er soll sich um die Kirche kümmern. In deiner Nachfolge wollen wir diesen Aufträgen nachkommen. Und wir bitten dich für uns, dass du uns hilfst, unseren Glauben Teil von unserem Leben zu machen. Denn wenn wir eines lernen aus den Worten an Petrus, an den Worten im Heidelberger Katechismus, dann ist es, dass unsere Worte, dass unsere Entscheidungen Gott Gewicht tragen und sich auf andere Menschen auswirken können. Auf gute Weise, aber auch auf schlechte Weise. Dass wir dieser Verantwortung alleine nicht gerecht werden können, das ist ganz klar, Gott. Wir brauchen dich dazu. Und so wollen wir dich bitten, heute für alle, die sich zur Wahl stellen, die besondere Verantwortung in unserer Kirchengemeinde übernehmen wollen, dass du auch mit ihnen bist, dass du ihnen Weisheit gibst und die Kraft, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Lass sie wissen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass hinter ihnen die ganze Gemeinde steht, die sich freut, dass sich der Kirchenrat und die Gemeindevertretung der Geschicke der Gemeinde annimmt. Wir bitten dich, dass du allen Kirchen, katholisch, evangelisch oder orthodox, dass du ihnen hilfst zu verstehen, dass wir unserem Auftrag als Christen in der Welt, dein Leib zu sein, nur gerecht werden können, wenn wir zusammenarbeiten. Und so bitten wir dich, dass du uns auch hilfst, dass wir uns nicht auf dem Rücken derer ausruhen, die in unserer Meinung die Verantwortung für uns tragen, sondern Gott, dass wir diese Schlüssel, die du uns gibst, mit beiden Händen greifen und sie dazu benutzen, den Himmel für Menschen aufzuschließen. Hilf uns, in der Gemeinschaft der Welt ein sichtbares Zeichen von deinem Himmelreich zu sein. Amen. Wir hören jetzt die Melodie von unserem dritten Lied, Lied 445. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonne und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält.
Es gibt der Gemeinde ein paar Dinge mitzuteilen. Die Kollekte am vergangenen Sonntag für die evangelischen Minderheitskirchen ergab 79 Euro. Im Klingelbeutel waren 31,66 Euro. Etwas spät darf ich aber noch genauso dankbar abkündigen, dass die Weihnachtsbaumaktion vom CVJM 250 Euro ergab und an das Hospiz gespendet worden sind. Allen, die etwas gegeben haben, danken wir sehr herzlich. Heute ist die Kollekte bestimmt für Roter Davidsschild. Und Sie können teilnehmen an der Kollekte wie gehabt, entweder dadurch, dass Sie hier, wenn die Kirche offen ist, die Kollekte in einen der dafür vorgesehenen Behälter werfen, oder Sie zahlen es ein in das Kollektenkonto der Kirchengemeinde. Die Kirche ist offen am Dienstag von 17 bis 20 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. Heute und morgen liegt noch für die Gemeinde zur Kenntnisnahme der Haushalt für die Gemeinde und der dazugehörige Rundumbeschluss, das Protokoll der Jahresrechnung 2019. All das liegt aus zur Einsicht. Kommen Sie gerne vorbei, nachdem Sie vielleicht gewählt haben. Oder auch morgen noch, sprechen Sie einfach einen Termin ab und gucken sich die Dokumente an, wenn es Sie interessiert. Wir sind zurzeit eine hohe Inzidenzkommune. Insofern finden die Gottesdienste digital statt, bis wir an 5 aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von 100 unterschreiten. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, findet auch unser Konfirmandenunterricht digital statt. Heute findet die Gemeindewahl statt und die von Ihnen, die sich noch nicht auf den Weg zum Gemeindehaus gemacht haben, sind herzlich dazu eingeladen, es noch zu tun. Von 9 bis 17 Uhr ist unser Wahllokal geöffnet. Und dort können Sie gerne den Kandidaten für den Kirchenrat und für die Gemeindevertretung Ihre Stimme geben. Eine herzliche Einladung, dass Sie auf diese Art und Weise auch denen den Rücken stärken, die eben besondere Verantwortung in unserer Kirchengemeinde übernehmen wollen. Ich habe noch eine traurige Nachricht der Gemeinde mitzuteilen. Wir haben diese Woche Abschied genommen von Frau Schwanette Möldering, geborene Schlage Lambers. Im Alter von 84 Jahren ist Frau Möldering am 16. April gestorben und wurde vergangenen Mittwoch auf dem neuen Friedhof beerdigt. Die Kollekte zur Erhaltung der Friedhöfe ergab 240,14 Euro. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du bist das Wort der Liebe in Jesus Christus. Und du bist unser Tröster, der bis an das Ende der Welt bei uns ist. Und wir bitten dich heute für die Familie von Frau Schwanette Möldering und für alle, die um sie trauern. Sei bei ihnen in dieser Zeit, mit deiner Liebe und mit deinem Wort. Halte all die guten Erinnerungen wach, jedes freundliche Wort, Gott, und all die Zeiten, in denen sie zusammen mit ihrer Frau, ihrer Mutter, der lieben Freundin von Herzen froh sein konnten. Und wir bitten dich, Gott, dass du allen Schmerz bedeckst mit deiner Gnade. In Jesus Christus willst du nicht den Tod für uns, sondern das Leben. Wir vertrauen dir und deinem Wort, wenn du sagst, dass du die Auferstehung bist und das Leben. Und wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hilf, dass das nicht nur Familie Möldering, sondern auch uns mutig macht und stark, durch das Leben zu gehen. Auf die Hoffnung, die wir in dir haben, antworten wir jetzt mit dem Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten und dafür können Sie auch zu Hause gerne aufstehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.
Eine kurze Information noch zum Schluss. Leider habe ich es vergessen abzukündigen. Nächsten Sonntag am 2. Mai predigt nicht Pastor Hagmann aus Feldhausen bei uns, wie es im Gemeindebrief steht, sondern unsere Lektorin Gisela Behrens. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst, der jedoch wahrscheinlich digital stattfinden wird. Und am 9. Mai werde ich dann predigen an der Stelle von Frau Behrens. Aber nächste Woche, wie gesagt, unsere Lektorin Gisela Behrens wird für uns predigen.